Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tunelfahr und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Freddy Files. Ihr scheint ja richtig Bock an dem Spiel zu haben und in der letzten Folge habt ihr mir drunter geschrieben, dass ich da, wo ich einfach durch die Tür gegangen bin, scheinbar eine komplette Nacht einfach übersprungen habe. Was soll ich sagen? Ich bin Five Nights at Freddy's Profi. Scheinbar muss man da eigentlich nur irgendwelche anderen Sachen machen. Wir haben einfach direkt die Tür geknackt. Easy Game. Aber in der Folge heute müssen wir uns dann jetzt diesen Bosskampf mit Shadow Freddy stellen, der scheinbar alles andere als einfach ist. Ich meine, am Ende von der letzten Folge habe ich den ein paar Mal versucht und, naja, sagen wir mal so, ich habe verkackt. Deswegen lasst auf jeden Fall jetzt am Anfang der Folge einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Leute, guckt nach, habt ihr abonniert? Abonniert dann, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. So, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Okay, Leute, es geht jetzt nochmal in dieses Kapitel 2 rein, wo wir ja schon drinne waren. Aber es startet bei 1 Uhr, das ist doch der Bosskampf, oder? Und da sind wir jetzt nochmal in diesem Raum gefangen. Warte. Okay, Leute, wir sind tatsächlich nochmal in diesem Raum jetzt drinne. Frag mich nicht, warum. Spielen wir die Nacht jetzt einmal richtig, oder... Warte. Nein. Wir knacken die Tür. Ganz easy. Und dann machen wir in dieser Folge diesen Bosskampf. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass wir die ganze Folge brauchen, um diesen Bosskampf zu schaffen. Der ist nämlich echt gar nicht mal so einfach. Oh. Okay, Freunde, Tür ist geknackt. Das heißt, wir kommen jetzt wieder in diesen ekelhaften Bosskampf rein. Schnallt euch an, haltet euch fest. Aber wir schaffen das jetzt. Einfach konzentrieren. Ich meine, so schwer kann es ja nicht sein. Am Anfang ist es ja auch einfach. Ich meine, der erste Part hier ist ziemlich easy. Oh. Ich meine, wir können ja auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal getroffen werden, bis wir wirklich draufgehen. Also, warte, jetzt einfach konzentrieren, Leute. Gleich wird es wieder übel. Ihr seht ja links. Links seht ihr die Lebensanzeige vom Boss. Oh. Nein! Oh Mann, diesen beschissenen fliegenden Pizzas auszuweichen, Leute. Warte. Oh nein. Falsche Richtung. Okay. Warte. Ich muss hier drüben bleiben jetzt. Nein. Scheiße, wir dürfen nur noch einmal getroffen werden. Oh oh. Warte. Ja, hier bin ich. Okay, scheiße. Ey, es ist wirklich nicht einfach, ne? Das sieht viel einfacher aus, als es ist. Oh. Nein! Oh mein Gott! Das war ultra knapp! Oh mein Gott, war das knapp! Wir haben es geschafft! Wir haben Shadow Freddy besiegt. Wir haben Shadow Freddy besiegt. Das war, glaube ich, direkt in dem Gang außerhalb von dem Raum. Okay, warte mal. Was ist das jetzt schon wieder für abgefuckte Scheiße? Sieht nicht gesund aus. Hallo, geht's dir gut? Oh. War das jetzt schon Kapitel 2? Okay, deswegen konnte ich der Polizei nicht von den vermissten Kindern erzählen. Ja, warum nicht? Er hat mich gekidnappt, mich erpresst und mir Sachen gezeigt, die ich niemals sehen wollte. Dinge, die ich niemals erleben wollte. Das Kind war das 4. vermisste Kind vom Bite of 87. Okay, okay, okay. Wieder Story-Inhalte, Leute. Und das Kind wurde dazu gezwungen, ein Monster zu sein. Wir haben also im Grunde genommen gegen ein Kind gekämpft, wie es immer so ist, Leute. Ich kann nicht glauben, dass es alles passiert ist. Ich auch nicht, Digga. Es sind Pizzas geflogen. Okay, Leute, und wir sind jetzt wieder zurück im Büro. Müssen uns jetzt hier scheinbar wieder mit den Animatronics rumärgern. Ganz, ganz großes Kino. Keine Ahnung, wie lange. Ob wir... Oh, ja, er ruft wieder an. Ich höre mir diesmal mal die Tipps vom Telefonguy an. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube, die Tipps sind wichtig. Okay, Freunde, Schicht Nummer 2. Scheinbar ganz normal, genauso wie Schicht 1. Hallo? Ich höre schon wieder Geräusche. Ganz normal wie Schicht 1. Keine neuen Animatronics. Nur dieselben Animatronics, das heißt... Genau, Bonnie, Chica und Freddy sind am Start wieder auf jeden Fall. Nur aggressiver.
ne? Wie man es ganz normal kennt, Leute, ne? Nach zwei denken die sich auch so, Bruder, muss ganz dringend los, ne? Erstmal den Typen umbringen, der hier arbeitet. Ganz, ganz normale zweite Schicht, Leute. Oh, warte. Ja, ich lass mich hier nicht verarschen, ne? Nicht mit mir. So, Freunde, wir deleten mal wieder die Memory, bisschen den Speicher clearen, damit wir auch die Alarme raushauen können. Also, wir wissen immer noch nicht, was Alarm 24 macht. Den brauchen wir scheinbar auch noch nicht. Ich schätze mal, den brauchen wir dann bestimmt für irgendeine neue Animatronic, die noch dazukommt. Irgendwann später. Ja, ja, ist gut, Chica. Hau ab. Ich weiß ja nicht genau, wie viele Schichten wir noch hier in diesem Büro absolvieren müssen. Aber ich schätze mal, wir werden noch rausfinden, wofür wir Alarm Nummer 24 brauchen. Aktuell brauchen wir aber wirklich nur links, rechts die Gänge und Alarm 15. Ich meine, wir können auch hier noch ein bisschen Kamera gucken, ne? Guck mal, sieh mal einer, guck. Alles easy und entspannt. Keiner... Okay, doch, hier ist irgendwer im Gang. Wir drehen uns mal wieder um. Aber ansonsten ist es wirklich jetzt einfach wieder nur hier versuchen, in diesem Büro zu überleben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das mit den Alarmen eigentlich echt cool gemacht. Weil die Viecher tauchen zwar quasi hier drin auf und wir lenken sie ja dann erst ab mit den Geräuschen, ja? Nicht wie man das sonst kennt, warte. Nicht wie man das sonst kennt, dass wir die Viecher quasi schon aufhalten, bevor sie ins Büro kommen, mit den Türen oder so. Sondern wir werden sie erst los, wenn sie da sind. Wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich weiß nicht, ob das gut durchdacht ist. Das erscheint mir nicht wie eine gute Taktik. Aber solange es funktioniert, Leute, ne, kann man sich da eher weniger beschweren. Aber bis jetzt ist das alles doch echt entspannt. Auch in Nacht 2, außer ihr seht es, die Viecher sind... Hey, hey, wow, okay, ganz entspannt, Freddy. Hey. Oh Gott, wir werden Freddy fast nicht... Okay, okay. Okay. Scheiße. Wir sind am Arsch. Ich habe gerade noch große Fresse gehabt und gesagt, hey, Nacht 2. Ey, scheiße, ich habe den Jumpscare kommen gesehen, ich habe mich trotzdem erschreckt. Gerade noch große Fresse gehabt. Hey, ganz entspannte Nacht, easy game. Ja, Arschlecken. Arschlecken 350, voll auf Fresse gekriegt. Okay, unser Speicher war voll, wir konnten keinen Alarm mehr zünden. Deswegen haben wir gerade verloren. Wir machen es einfach nochmal. Okay, Leute, wir müssen unsere Taktik scheinbar ein wenig anpassen. Ja, die Nacht jetzt nochmal neu gestartet. Wir müssen wohl tatsächlich öfter den Speicher leeren. Ja, es ist... man sollte dir wirklich nicht so voll werden lassen, wie ich es eben gemacht habe. Aber was willst du machen, wenn die Viecher die ganze Zeit angreifen? Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass unten rechts der Speicherbalken nicht zu voll wird. Ansonsten kriegen wir echt Probleme. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen... darauf achten, dass wir den öfter leeren. Ansonsten wird das gar nichts hier. Wie zum Beispiel jetzt, Leute. Ich habe gerade eben Bonnie einmal abgewehrt. Jetzt machen wir direkt den Speicher wieder leer. So, und haben wieder Platz. Da müssen wir jetzt echt drauf achten. Ansonsten schaffen wir das hier nicht. Die sind echt in Nacht 2 doch schon so aggressiv, dass man wirklich öfters zwischendurch den Speicher tatsächlich aufräumen muss. Ansonsten schaffen wir es nicht. In Nacht 1 war das ja ganz easy, ganz entspannt. Da haben wir den Speicher, glaube ich, nur ein einziges Mal leer gemacht. Das war ja wirklich, also... locker easy. Okay, Chica ist am Start. Moment, Moment. Okay, wir sind auf dem Alarm. Okay, bis jetzt verhalten sie sich relativ ruhig. Die waren eben auf jeden Fall aggressiver. Gerade geht es eigentlich. Aber wir gucken mal, wie schlimm es noch wird. Eben dachten wir auch, oh, ist alles ganz einfach. Und dann wurden wir voll zerlegt von den Mistkrücken. Okay, Bonnie ist am Start. Links den Alarm. Okay, ich schätze mal, eben hat es auch so angefangen. Da hat Bonnie von links angegriffen und dann wurde es schlimm. Ich mache jetzt immer direkt den, Systemspeicher leer, Leute. Ansonsten sehe ich hier echt Probleme für uns, wenn wir das nicht machen. Wir müssen echt darauf achten, dass dieser Balken leer ist, dass wir Platz haben. Oh, Freddy, warte mal, was muss ich machen? Hä, was muss ich für Freddy machen? Oder muss ich hier, warte, rechts den Gang? Warte mal. Ich habe verkackt. Scheiße. Okay, Leute, ich weiß nicht genau, was da gerade mein Fehler war, als Freddy angegriffen hat. Ich meine, ich weiß schon, was mein Fehler war, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe und mich dann umentschieden habe und den richtigen Knopf drücken wollte und dann hat es zu lange gedauert und dann hat Freddy uns umgebracht. Aber, das passiert mir nicht nochmal. Hoffe ich jedenfalls. Oh Mann, das ist die zweite Schicht, Leute. Das ist gerade mal die zweite Nacht und ich brauche jetzt schon den dritten Versuch. Ich bin echt aus der Übung raus. Früher wäre mir sowas nicht passiert. Deswegen, Leute, auf jeden Fall wieder aktive Videos am Start. Ich hoffe, ihr seid auch aktiv. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann kommen wir hier wieder rein in unser... Oh, hey, hau mal ab. Ey, ey, nicht beide gleichzeitig. Hey, 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 hey. Hau bloß ab. Huhu, jetzt werden sie aber wild.
Ich wollte gerade sagen, kommen wir wieder zurück in unseren Five Nights at Freddy's Groove, ja? Da kommt der Skill auch wieder. Und man kann die Games easy spielen. da haben sich die Animatronics auch gedacht. Ha, du Sack. Alarm 15. Und Bonnie, sind wir los? Sehr gut. Wir deleten wieder die Memory. Wir brauchen den Platz, Leute. Den Speicherplatz brauchen wir. Ansonsten gar keine Chance. Ist auch heftig. Freddy braucht ja ultra viel von diesem Balken, wenn Freddy angreift, weil Freddy länger braucht wie die anderen, dass wir ihn loswerden. Deswegen, das war eben schon, ihr habt es ja gesehen, wir haben Freddy abgewehrt und der Balken nur so fupp, voll. Oh, Bonnie, müssen die aktivieren. Hau ab, sehr gut, easy game. Delete Memory. Okay. Alarm 15, das ist Freddy. Muss ich jetzt mal ein bisschen konzentrieren, Leute. Müssen jetzt durchziehen. Müssen die Nacht jetzt schaffen. Memory freimachen. Ich kann nur immer wiederholen, das ist gerade mal Nacht 2. Quasi Nacht 2 im Büro. Wir haben jetzt schon, also wir nicht, aber ich, habe jetzt schon Probleme in meinem Leben drin. Fuck, Alter. Okay, aber alles gut. Wir machen das auf ganz entspannter Basis. Mal sehen, wer als nächstes angreift. Ich muss mal schauen. Freddy war halt eben so in der Mitte vom Büro. Deswegen dachte ich kurz, ich muss Alarm 15 drücken, was ja doof ist. Weil wenn er hier vorne ist, muss ich ja einen im Gang aktivieren. Ich eben nicht nachgedacht, ey. Gar nicht nachgedacht. Okay, mal sehen, wer als nächstes angreift. Wir sind schon wieder relativ weit in der Nacht eigentlich. Ich weiß halt auch nicht, wie lange der Zeiger da oben rechts laufen muss. Bis die Nacht vorbei ist. Muss der einmal nach oben in die Mitte? Hier. Hau ab, Freddy, hau ab. Geh, bitte geh. Okay, wir sind ihn losgeworden. Easy. Okay, wir deleten direkt Memory. Direkt Speicher freimachen. Ganz entspannt, sehr gut. Muss der Zeiger einmal bis oben hin, dass die Nacht vorbei ist? Oder läuft er noch weiter? Ich habe nicht drauf geachtet in den letzten Nächten, ne? Aber egal, bis jetzt sieht gut aus. Ganz entspannt. Bonnie abwehren. Easy. Seht ihr, Bonnie braucht voll wenig Speicher eigentlich im Vergleich zu Freddy. Ganz easy. So, Speicherplatz wieder frei. Okay, aber das müsste es gleich gewesen sein, oder? Ich meine, so lange gehen die Nächte ja eigentlich nicht. Oh, beide gleichzeitig? Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir machen Speicher frei. Alter, wie aggressiv die sind. Das ist die zweite Schicht. Was zur Hölle? Die wollen uns richtig ans Leder, Leute. Die haben richtig Bock. Oh Mann, ey. Aber wir müssen es gleich geschafft haben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Zeiger muss echt einmal nur bis oben in die Mitte. Und dann ist rum. Aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Okay, Leute, aber Speicherplatz ist komplett frei. Es greift gar niemand an. Alles easy. Wir sollten die Nacht jetzt auf jeden Fall überstehen. Ist gut, dass wir keine zusätzlichen Animatronics als Gegner haben heute, ey. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch irgendwie Foxy oder sonst wen noch, der uns auch noch auf den Keks geht. Hätten wir richtig Probleme. Da hätten wir richtig Probleme hier drin. So ist bis jetzt ja noch alles recht easy. Okay. Na komm. Die Nacht müsste gleich geschafft sein. Yes, okay. Okay, die zweite Schicht im Büro haben wir erfolgreich absolviert, Leute. War, man könnte jetzt sagen, war einfach, das wäre aber gelogen. War gar nicht mal so einfach, aber wir haben es geschafft. So Leute, aber das war's für die Folge von The Freddy Files. Wir haben den Bosskampf mit Shadow Freddy geschafft und die nächste Schicht im Büro absolviert. Ich würde an der Stelle sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal, falls ihr nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.